Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute wieder mal ein Video über die wöchentlichen Beta-Patch-Notes. Ihr könnt schon sehen, zwei neue Items sind im Spiel mit dem Magic Torch und der Platinum Customer Card. Aber wir haben noch ein paar weitere Änderungen. Ich erzähle euch nun, was sich alles geändert hat. Einer der meistgewünschten Änderungen erstmal. Man kann jetzt Items mit den Bags hochheben. Und die ganzen Items bleiben am Bag kleben. Sehr, sehr interessante Änderung, die sich schon häufig gewünscht worden ist. Kann auf jeden Fall einige coole Sachen mitmachen. Finde ich persönlich halt eine sehr, sehr nice Änderung. Kommen wir nun zu den neuen Rezepten. Eine weitere Form von Torch ist nun Magic Torch. Magic Torch wird aus normalen Torch und der Mana Potion hergestellt. Hat nun soliden Damage, Stamina-Kosten von 1, 0,7 Stamina pro Sekunde wie normale Torches. Ein Geringcooldown von 1,4 Sekunden, hat aber die Fähigkeit, bis zu zwei andere Waffen, um einen Schaden zu buffen, wenn man Mana verbraucht. Eine sehr interessante neue Möglichkeit, Mana in Schaden umzuwandeln. Die Platin Customer Card wird aus zwei Customer Karten zusammengesetzt, kann bis zu 4 Debuffs reflecten, das heißt, der Gegner bekommt diese Debuffs ab und synergiert mit Legendary, Godly oder uniken Items und als weiterer Bonus hat man 3% mehr Chancen, ein uniques Item zu finden. Die generelle Chance ist bei 3%, das heißt, daraus wird 6% gemacht. Man findet also doppelt so häufig unique Items und man kann ein weiteres uniques Item bekommen, das war ja meistens immer auf 1 gecapped. Diesmal kann man sogar 2 verschiedene unique Items bekommen. Gerade wenn man das Geschenk spielt und dann die Platin Customer Card findet, kann man ein weiteres uniques Item bekommen. So, noch ein kleines weiteres Rework. Ihr seht gerade, der Ranger kann den Darksaber herstellen. Man braucht nämlich jetzt den Corrupted Crystal anstelle der Demonic Flask vom Reaper, um den Darksaber herzustellen. Das heißt, auch der Ranger kann nun Lightsaber mit Darksaber kombinieren. Kommen wir nun erstmal zu den Nerfs. Gubat wurde schon wieder genervt. Jetzt heilt Gubat nur noch für 9 statt für 10. Gubat momentan einfach viel zu stark im Early Game. Torch wurde erneut genervt. Und zwar gibt es jetzt diese Bonus-Chance für extra Damage nur noch on-hit. Das heißt, der Angriff muss connecten. Wenn man out of Stamina geht, kann man diesen Bonus nicht mehr erhalten. Das war vorher möglich. Vampiric Gloves geben jetzt nur noch 5 Vampirism statt 6 Vampirism. Und das Geschenk wurde auch nochmal genervt, steht zwar nicht im Text, aber man bekommt nicht mehr ganz so hohe Wertigkeit aus den Items raus. Wie viel das sich genau geändert hat, weiß man leider noch nicht. Kommen wir nun zu den Buffs. Potion Belt wurde erneut gebufft. Diesmal wird schon nach der ersten Potion ein Random Buff verteilt. Jerry triggert jetzt alle 3 Sekunden und gibt sogar 3 Regen. Das unique Item Artifact Stone Heat wurde geändert. Jetzt brauchen wir nur noch 10 Heat statt 15 Heat. Dafür bekommen die Waffen nur noch 8 Schaden statt 10. An sich würde ich schon sagen eher ein Buff, weil der Threshold ziemlich runtergegangen ist von 15 auf 10 und der Weapon Damage mit 8 immer noch sehr, sehr solide ist. Ansonsten hat der Reaper noch ein paar Klassen-Items gebufft bekommen. Curse Dagger wurde erneut gebufft. Der Kudan ist nun bei 2,2 statt 2,3. Und Mr. Struggles Wahrscheinlichkeit, den Debuff zu deflekten, wurde von 25% auf 35% erhöht. Das heißt, im Durchschnitt, jeder dritte Debuff wird reflected, statt noch jeder vierte. Demonic Flask macht jetzt 0,35 Schaden pro Debuff und nicht mehr nur noch 0,3 Schaden. Large Greatsword braucht jetzt nur noch 6 Empower statt 7 Empower, um seinen Bonus zu erhalten. Das war sogar vorher schon bei 8. Fancy Fencing Rapier. Kudan wurde von 1,7 auf 1,6 Sekunden reduziert. Und auch die Crossblades haben wieder plus ein Damage erhalten, machen nun 7 bis 10 Schaden. Also die ganzen Waffen, die gerade nicht so gespielt werden, haben alle einen kleinen Buff bekommen. So, das war es eigentlich schon mit den wichtigsten Änderungen vom Beta-Patch. Freitag und Samstag könnt ihr auf dem Beta-Server spielen, wie das funktioniert. Habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten geht dieser Patch am Sonntagvormittag live. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Tobias.